Einen wunderschönen sonnigen guten Tag von der lieblichen Küste Englands aus Cornwall. Ich bin hier zum Fotografieren. Wir machen eine Fotoreise, einen Fotoworkshop. Und immer wieder auf den Fotoreisen, Fotoworkshops sind Themen, die an mich herangetragen werden. Zum Beispiel das des heutigen Filmes. Reik, brauche ich für diese Situation jetzt einen Polfilter? Ja, was macht denn ein Polfilter? Wie sieht ein Polfilter aus? Wozu ist er da? Und was sind die Besonderheiten? Was sind die Schwierigkeiten? Die möchte ich in dem kleinen Film heute mit euch hier besprechen. Ich habe auf der Filmkamera hier aktuell jetzt einen Polfilter installiert. Den nehme ich gleich mal kurz ab. Ein Polfilter ist ein Glas, was das gestreute Licht, was ja aus allen Himmelsrichtungen kommt, versucht durch ein Gitter zu lenken und gerade zu richten. Ja, also die Sonne scheint ja, das Licht wird reflektiert in den Himmel, in die Wolken, auf den Vordergrund, auf das Gras. Und es ist so, dass es natürlich nicht gerade gerichtet zu uns in die Kamera kommt, sondern es kommt aus allen Richtungen. Der Polfilter arbeitet ähnlich wie ein Gitter und lässt das Licht jetzt nur noch in einer geraden Form auf den Sensor. Wenn ich den Polfilter jetzt mal der Kamera wegnehme, fällt euch wahrscheinlich gleich auf, dass das Bild auch heller wird. Warum? Weil ein Polfilter nun mal ein eingefärbtes Glas ist, was zum Teil auch der Kamera Licht wegnimmt. Und zwar ungefähr um den Wert einer Blendenstufe. Ja? Und wenn ich den jetzt hier so knapp drehe, dann kann man vielleicht schon erkennen, wie der Himmel sich ändert. Ja? Wie der Himmel dunkler wird, wie der Himmel heller wird. Das ist im ersten Step die grobe Funktion des Polfilters. Bauen wir wieder drauf. Ja, Polfilter gibt es in verschiedenen Arten. Die gibt es als Schraubfilter, als Steckfilter. Ich war hier an verschiedenen Stellen zum Fotografieren, zum Beispiel einmal am Meer. Habe also versucht mit diesem Polfilter, weil das ist der essentielle Vorteil des Polfilters, die Spiegelung aus der Wasseroberfläche rauszunehmen. Also er lässt uns durch die Wasseroberfläche hinunter auf den Grund des Sees, auf den Grund des Baches, auf den Grund des Meeres schauen. Er eliminiert Spiegelung von allen Oberflächen, die im Wirkungswinkel des Polarisationsfilters stehen. Ein Polfilter wirkt nun mal in einem Winkel von ungefähr 90 Grad, also circa in dem Winkel. Ja. Er wirkt am besten 90 Grad von der Sonne weg. Das bedeutet also, die Sonne steht aktuell da. Der Polfilter wirkt in diese Richtung und der Polfilter wirkt vom Prinzip her genau in die Richtung darüber. In die Richtung der Sonne bringt er relativ wenig, brauchst du keinen Polfilter einsetzen, weil das macht einfach nichts, außer unter Umständen störende Reflexionen. Ein Problem des Polfilters ist, wenn man den an zu weitwinkligen Objektiven einsetzt, bin größer als ein Winkel von 90 Grad, dann sieht es so aus, dass der Blickwinkel über 90 Grad ist und der Polfilter vom Prinzip her in den Ecken oder zur Mitte hin einen dunklen Rand bildet. Das heißt, ich bekomme eine Art Abschattung, die linken und rechten Bildecken bleiben hell. Und dieser Polfilter-Effekt ist einfach nicht schön. Das sieht man oft wieder bei Filmen, wo die Brennweiten sehr weitwinklig gewählt sind. Es ist ein Polfilter drauf auf den Drohnen. Dann sieht man, dass der Horizont halt nicht gleichmäßig polarisiert ist, also sprich nicht gleichmäßig dunkelblau, sondern es sind Flecken drin. Aus dem Grund nutze ich am Kleinbild, an der Vollformatkamera, den Polfilter bei Brennweiten von ab 24, 30, 35 mm. Ich nutze ihn dann, wenn ich im Wald bin, wenn ich zum Beispiel von glänzenden Blättern, die feucht sind, von Laub, von Gräsern, das Wasser mit dem Polfilter entspiegeln kann. Das heißt, das Laub leuchtet viel grüner, leuchtet viel stärker. Ich habe eine viel intensivere Sättigung in meinen Grüntönen. Das Gleiche mache ich, wenn ich an Bächen bin. Ich versuche also damit, die nassen Moose zu entspiegeln. Das heißt, das Moos leuchtet viel stärker, viel intensiver, ist viel grüner in meinem Bild später drin. Und ihr habt eben gesehen, wenn ich den Polfilter von der Kamera runternehme, dann nimmt er uns Licht weg. Das hat auch den Vorteil, wenn ich zum Beispiel bei einer Langzeitbelichtung bin. Ich bin am Limit bei 30 Sekunden und möchte nicht in den Bulbmodus gehen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Dann kann ich mir den Polfilter davor setzen und er nimmt mir circa 1 bis 1/3 Blendenstufen Licht weg. Das heißt, ich kann statt 30 Sekunden 60 oder 70 Sekunden belichten. Ich habe also eine leichte Verlängerung. Ich habe faktisch einen schwachen ND-Filter davor.
Der Polfilter ist kein Allheilmittel und es ist der einzigste Filter, den man nicht in Photoshop, den man nicht in Lightroom, den man nicht in Luminar ersetzen kann. Du kannst nun mal nicht den PC dazu anregen, durch eine Oberfläche, durch die die Kamera nichts durchsieht, plötzlich durchzusehen. Also wie gesagt, es ist kein Photoshop-Filter, es ist der einzigste Filter, der sich nicht simulieren lässt. Und von daher finde ich den Polfilter eigentlich ein sehr wichtiges Element. Ich werde die Tage jetzt hier noch ein bisschen fotografieren. Wir sind am Meer, machen viel Seascape. Ich werde mit der Drohne noch ein bisschen fliegen, werde noch ein paar schöne epische Landschaftsaufnahmen machen und werde am Schluss des Filmes vielleicht noch ein paar Bilder von hier mit reinsetzen, bei denen der Polfilter drauf war, bei denen der Polfilter nicht drauf war. Und werde meine Zeit hier noch genießen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder Anregungen oder Wünsche, schreibt es mir einfach in die Kommentare da unten rein. Dieses klassische, was alle immer sagen, so Daumen nach oben und folgen. Das hilft meinem Kanal etwas zu wachsen. Dann sehe ich, dass ihr vom Prinzip her das wertschätzt oder das für euch wichtig ist, dass das, was ich da mache, euch ein bisschen was ja, in eurem fotografischen Alltag weiterbringt. In diesem Sinne, genug gelabert für hier. Wir gehen fotografieren. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Film. Egal von wo, egal über was. See you and relax. Bis dann, euer Raik.